So, man kann es jetzt leider nicht mehr sehen. So, Mia, wie war es denn in der Kirche? Wir haben gerade den Weihnachtsmann gesehen, ne? Aber ich nicht. Aber ich habe den gesehen, der war bei uns auf dem Balkon. Da hat er seinen Schlitten geparkt, ne? Kann man gut, dass der Papa zu Hause war und ihn reingelassen hat, ne? Ja. Wollen wir mal gucken, ob der uns jetzt auch ein paar Sachen mitgebracht hat. Für mich. Bist du schon aufgeregt, Mia? Ja, dann können wir heute aufmachen. Da sind wir ganz aufgeregt. Es ist jetzt ungefähr 17 Uhr. Mama, du darfst nicht aufmachen, weil ich... Nee, ich mach das nicht auf. Das sind ja deine Geschenke, ne? Ja. Gucken. Erwachsene kriegen gar keine Spiele. Nee, nicht so richtig, ne? So, dann gehen wir mal gucken. So, guck mal, die Hunde sind auch da. Mir ist ganz aufgeregt. Muss ich mal die Kamera umdrehen? Mia, warte mal, erstmal Jacke ausziehen. Bis später, Mama. So, wir erstmal durchatmen. So, Jacke ausziehen. Mama, auch erstmal Jacke ausziehen. Ich hab gleich Geschenke auf. So. Es warten. Mama will Video haben. So, jetzt geh mal hoch. Ja. Langsam, nicht hochfallen. Gucken, ob er da war, ne? Ja, ob er was da gelassen hat. Guck mal. Da ist unser Tannenbaum. Ja. Oh, guck mal. Danke. Jetzt willst du erstmal Papa Hallo sagen? Das ist nicht für dich, Mia. Okay. Ich glaube, für dich sind die bunten Sachen. Pack mal die bunten Sachen aus. Liebling, komm doch her. Oh, was ist das denn? Das ist eine Pfanne. Das, guck doch erstmal das in Ruhe an. Was ist denn das? Das ist eine Gesundheit. Pfanne. Das ist zum Kochen. Das ist, glaube ich, ein Kochbuch, wo die Mia ganz alleine backen und kochen kann. Zeig das können mal, wir Papa. Später nochmal aufmachen. Oh, da hat der alte Towning Scoot aber gut mitgebracht für dich, ne? Aber er hat nicht mitgebracht, was ich wollte. Nee, mach mal Licht an, Liebling. Und eine Gitarre. Oh, Mia. Und was ist da drin? Was ist denn das, Mia? Ist das ein Buch? Mhm. Guck mal, was ich da rein. Hier ist das nicht. Willst du da mal reingucken? Nee, erst mit mir. Das ich würde das ganz zum Schluss gucken. Ja, mach erst mit mir. Hier ist noch ganz viele Sachen. Was ist das denn? Wer ist da drauf auf der Spardose? Olaf. Olaf ist da drauf. Magst du Olaf gerne? Ja. Oh, toll. Ist da schon Geld drin? Nee, noch nicht. Müssen wir Geld reinpacken, ne? Ja, falls ich möchte. Vielleicht kriegst du ja zu Weihnachten ein bisschen Geld. Was? Nee. Das kommt immer alles in Papas Portemonnaie. Nein. Das kommt in eine andere Spardose hier, ne? Jetzt diskutiert nicht, wo das Geld hinkommt, sonst nehme ich das. Oh, was ist das denn? Dreh mal um. Was ist das? Ein Taschenwärmer ist das, Mia. Ich meine, guck mal, Papa macht, zeig dir das mal. Wenn du das jetzt hier knickst, ne? Dann wird das ganz warm. Mach das doch mal. Soll ich mal machen? Mhm. Guck mich mal an, Mia, aber ich sehe dich gar nicht. Und wird's warm? Ja, fass mal an. Oh, das ist ja warm. Ist aufkochen, glaube ich, wieder, ne? Hm.
Nee, wenn du das in deiner Hosentasche hast, dann ist die draußen immer ganz warm. Oh, ne? Guck mal, wie warm das wird. Oh, toll. Aber ich kann mir das wieder ausmachen. Gar nicht. Das Pack ist doch in deiner Hosentasche und wärmt dich jetzt. Es geht jetzt erstmal nicht wieder aus. Genau, leg es einfach beiseite. Jetzt sind hier noch zwei Sachen. Aber Mama, den muss ich später auch machen. Viel. Ja. Warum sind die da? Weiß ich nicht. Vielleicht hat der Weihnachtsmann noch was für Papa mitgebracht. Oder nicht? Baby-Blocksberg! Darf ich das dazu gucken? Was ist denn das? Eine CD? Ja. Darf ich sie heute hören? Ja, wenn du möchtest. Ja. Noch eine CD. Meinst du? Ja. Oh, und was sind das für Lieder? Weiß ich nicht. Guck mal, das sind Weihnachtslieder und Geschichten. Oh, wow. Oh. Die möchte ich dann nachhören. Ja, und jetzt kommt das letzte Geschenk, ne? Ja, das. Was hast du dir denn noch gewünscht? Weiß ich nicht. Ein Putzeimer ist das vielleicht. Ich glaube, da ist ein Putzeimer drin. Ja, eine Gitarre! Kannst du mal helfen? Ja, rauspacken! Die Gitarre! Dann kann ich damit spielen! Gib mir! Aber nicht kaputt machen. Ganz vorsichtig, ne? Zeig mal! Oh, toll! Warte kurz! Oh, ich habe so einen Hunger jetzt, Mia. Ich auch. Kannst du mir nicht was zu essen kochen? Nee. Wieso nicht? Wieso kannst du mir nichts zu essen kochen? Weil ich so ganz klein bin. Ne? Ja, wir haben noch eine Küche. Oh. Hast du das für mich gekauft? Was habe ich für dich gekauft? Das. Was denn? Ich sehe gar nichts. Hat der Weihnachtsmann dir noch eine Küche geschenkt? Ja! Oh, cool! Zeig mal die Küche. Oh, oh, guck mal, das ist heiß. Das darfst du nicht anfassen. Oh, wow. Also. Oh, guck mal. Dann kannst du uns hier heute das Abendbrotessen machen. Wie findest du die Küche, Mia? Gut. Oh, toll. Guck mal. Soll ich dir was zu essen machen? Ja, bitte. Warte kurz. Oh, du bist ja ein richtiger Rockstar. Du bist ja ein richtiger Rockstar. Papa, du musst jetzt die Geschenke machen. Die sind für dich. Die sind für dich? Machst du die Geschenke mal auf? Nee. Wieso? Nee. Warum bin ich ein Arschloch? Du weißt genau warum. Weil wir uns eigentlich nichts schenken wollten. Ist ja nur eine Kleinigkeit. Meine könnt ihr aufmachen. Wo gehst du denn jetzt hin? Ich bin zu alt, um auf dem Boden zu sitzen. Und dann machen wir etwas zu essen. Kamera weg. Nee. Das ist ja nur eine Kleinigkeit. Außerdem wissen die das ja alles schon. Boah. Man sieht gar nichts. Papa ist ein Superman. Und das ist die Hose, die du eigentlich, wo du mich gefragt hast, ob die Hose schon angekommen ist, weil du es gesehen hast. Guck mal, das ist eine Rottweiler-Hose. Ich weiß gar nicht, ob sie dir passt. Die gab es nur in XL, aber die sieht so schmal aus. Hallo? Hallo? Erstmal aufs Handy Hallo. Gucken. Jetzt die Hose ausziehen? Also kannst du dich einfach ausziehen. Klar,
Jetzt muss ich die ganze Zeit so filmen, dass man deine Schlüpper nicht sieht. Ich kann Schlüpper auch noch ausziehen. Ich weiß nicht, die gab es nur in einer Größe, also nur in XL. Denn ich musste abnehmen. Ich fand die sehr süß aus mit dem Rottweiler drauf. Was? Was? Hallo. Und jetzt musst du das Oberteil auch noch anziehen. Oh ja, mach dich nackig. Yeah. Nein, spring. Oh, hast du einen Hintern da drinne? Guck mal, da steht Bodyguard. Muss mich auch mal hinsetzen. Oh, alter Mann. Und passt es? Nicht daran rumspielen, Mia. Weil es sonst kaputt geht. Guck mal, ja. Gib mal her. Ja, das machen wir beim Waschen. Noch. Ich muss manchmal ein bisschen stimmen gleich. Kannst du mal kurz hören? Unten. Ach, nein, XXL oder was? Aber passt dir? Ja, siehst du das. Das klebt noch ein bisschen, ja. Mach ich, guck ich gleich mal. Ich hatte auch mal eine Brille. Mama, mach mir was jetzt mal zu essen. Ja, mach mir mal was zu essen. Ich habe eine leichte Vorahnung, was da drin ist. Du hast eine leichte Vorahnung, was da drin ist? Was denn? Soll ich das sagen? Ja, sag das. Das hat was mit Monopoly zu tun. Warum, wie kommst du darauf? Du hast irgendwann mal was gegoogelt mit Monopoly. Was? Bist du... Ey, was hab ich denn für einen scheiß Mann, nicht mehr Freund. Richtig böse Kuh bist du. Wieso bin ich nicht? Wieso sind das so viele? Weil das die ganzen Straßen sind und so. Ach so. Und was ist für. Und was ist. Warum ist das auf. Guck mal. Guck mal, wer da drauf ist. Ich. Du bist da drauf. Wieso hat der Weihnachtsmann mich noch mitgebracht? Ja, weil er weiß, dass Papa dich ganz so lieb hat. So. Gefällt's dir? Ja. Hier sind die originalen Namen drauf. Was ist das? Monopoly-Spiel für Mama und Papa. Und er hat es schon geahnt, weil ich unsere ganzen Google-Sachen sind halt eigentlich vernetzt und wenn ich was google, dann kann er das sehen. Und da habe ich gar nicht dran gedacht. Das ärgert mich jetzt, dass er schon was geahnt hat. Aber da ich ihm fast immer was mit Monopoly schenke, weil wir solche Monopoly-Fans sind, naja. Ja, ich mache jetzt erstmal die Kamera aus und krieg hoffentlich ein Küsschen. Oder krieg ich das nicht? Krieg ein Küsschen? Er gibt mir einen Korb, was ist das denn? Ja, dann hast du auch was gekriegt. Oh, mach jetzt mal aus. So, das ist jetzt unser Weihnachtsessen. Also wir essen Raclette, da ist dieses Raclette-Gerät und hier habe ich Kartoffelsalat, dann Käse zum Überbacken, Frikadellenbällchen, so Kartoffeln ganz normale. Also Pellkartoffeln, gekochter Schinken, dann Pilze aus der Dose, Mais, Spargel, Paprika, Würstchen, Sambal Oleg, diese scharfe Soße, Ketchup, Hollandaise, Tzatziki, Kräuterbutter, Salami und das sind auch nochmal frische Pilze, ja Senf und das sind so hier diese Bohnen- und Tomatensauce und hier haben wir auch nochmal Eier stehen, da kann man sich auch so ein Ei im Pfännchen braten. Und Mia möchte gerade nicht essen. Die ist gerade unten und hört ihre CD. Muss sie auch nicht. Ne, Sheila, muss sie nicht. Katze ist auch da.
Wir gucken Weihnachtsfilm. Und Baby Ben liegt hier. Ja, hallo, hübscher Mann. Du hast ja heute ein Hemd an, ne? Zur Feier des Tages. Ja. Ja, Sheila muss ins Bett. Und wir essen jetzt erstmal. Guten Appetit. Luni, liegst du vorm Kamin? Hier ist es schön warm. Hier ist es schön warm. Ja? Oh, du bist aber schön warm. So, Liebling, wollen wir jetzt gleich spielen? Ja. Ich zieh mir nur noch schnell was Gemütliches an, okay? Nein. Doch. Bereite dich schon mal alles vor. Ja, schon. So. Er macht sich Tee. Und wir spielen jetzt Monopoly. Liebling, was denkst du, wer wird gewinnen? Du bist krank, denk dran. Meine Mutter. Meine oder deine? Wie war das? Deine Mutter hat mit deinem Vater auch immer Monopoly gespielt und dein Vater hat immer gewonnen, ne? Nein, mein Vater hat nur ein einziges Mal in seinem Leben gewonnen. Oder war im Gewinn. Hä, ich dachte, das war Nein. andersrum. Und ach ja, stimmt, dann hat sie die Wehen. Erzähl mal meine die Geschichte. Meine Mutter hat immer Monopoly spielen gewonnen, bis auf einmal. Und das war am 25.02.1982. Ach, als dein Bruder? Ich dachte bei dir. Nein, als mein Vater meilenweit in Führung lag, musste das Spiel leider abbrechen, weil meine Mutter der Meinung war, sie hat wehen. Mein Bruder kam. Sie hat es mit allen Mitteln probiert, ne? Sie hat es auch geschafft. Sie hat es geschafft. Na ja, mal gucken, wer jetzt gewinnen wird. Frau, nein. Ja, ich werde jetzt auch, meine Wehen werden auch gleich einsetzen, ne? Ja. Nein, das ist nur Raclette und Süßigkeiten. So riesig aus. Naja. So. Aber falls er jetzt verlieren wird, wird er sagen, es liegt daran, dass er krank ist. Aber auf jeden Fall ist Koya immer die Bank, weil ich mich immer verrechne. Was denn klaust du? Stimmt gar nicht. Polnisches Luder. Stimmt gar nicht. Naja. Wir werden es sehen. Der Zwischenstand sieht nicht so gut für mich aus. Diese ganzen Straßen, das ist auch noch meins. Diese ganzen Straßen musste ich eine Bibliothek aufmachen, weil ich auf Koyas Straße da gekommen bin mit 3 Häusern und musste 700 Euro einzahlen. Wie fühlt man sich so, einer zweifachen Mutter das Geld aus der Tasche zu rauben? Ich wollte dir schon Bonuszahlungen leisten, ja, aber wurde ja leider rumgezickt. Naja, die habe ich noch. Also, vielleicht habe ich ja noch eine Chance und gewinne ja noch, ne? Ich halte euch auf dem Laufenden. Und er hier zählt sein Geld. So, So viel Zeit haben wir nicht. Ich habe schlechte Nachrichten für euch. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber ich habe wieder verloren. Also, das sind noch meine beiden, 5, Straßen, die ich habe. Diese ganzen Straßen habe ich eine Hypothek drauf. Ich habe noch, weiß ich nicht, 30 Euro oder sowas, mehr nicht, 33, 34. Wie viel hätte ich dir jetzt noch zahlen müssen? 1200 oder sowas, ne? Ja, 950. 900 müsste ich Koya jetzt für die Miete zahlen, für das Hotel da. Und guckt euch mal an, was dieser Idiot hier für Geld hat. Das sind immer Tausenderstapel, ne? Wie viel Geld hast du? Ja, so 9 in Bar oder so. Ja, ey, du bist, guck mal, du hast 9000, ne? Ja. Und ich bin deine Frau. Ich verstehe es nicht, warum du immer gewinnst. Ich verstehe es nicht. Es sah zwischenzeitlich so gut für mich aus, ne? Und jetzt sowas. Tja. Glück im Spiel, Pech in der Liebe, sage ich nur. Ja. Richtig, du hast Glück in der Liebe und ich Pech. Muss man vorher schon oder nicht? Ja, also. Wir haben jetzt aber auch schon 23:30. Wir haben seit 8:30 gespielt, ne? Ich hab dich mal lange leiden lassen. Also 3 Stunden. Und ich bin schon echt ein bisschen müde. Wow. Also, Koya hat schon wieder gewonnen. Mit dir spiele ich nicht mehr. Du schummelst irgendwie, du hast irgendwo eine Gelddruckmaschine oder so. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass er immer die Bank ist. Er ist immer die Bank.
Du nimmst ja schon nicht mal das Doppelte raus oder so. Nee, das Dreifache. Du bist so bescheuert, ganz ehrlich. Aber man muss es ja dazu sagen, ich würde die Bank auch gerne abgeben, aber meine Frau kann aber nicht rechnen. Das stimmt. Stimmt wirklich sogar. Ich kann rechnen jetzt, so ist es nicht, aber... Ja, das ist dann bei, werden wir hier noch rechnen. 4x4 können sie noch, aber... Wie weil Ben schläft unter seinem Zelt da. Naja. Ich weiß auch nicht. Wir räumen jetzt erstmal zusammen. Frohe Ostern, gutes Eiersuchen. Oh, Liebling. Schöne Weihnachten. Nein. Also, wir wünschen euch noch... Also, wir haben jetzt aufgehört zu spielen und gehen jetzt ganz brav ins Bett. Mhm. Und wir wünschen euch noch frohe Weihnachten. Wünscht ihr das auch? Und ich hoffe, ihr habt schön gefeiert. Weil, wenn ihr das seht, ist Heiligabend ja schon vorbei, weil das ist ja jetzt gerade Heiligabend. Und ja, wir wünschen euch trotzdem frohe Weihnachten. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Achso, im nächsten Video. Mich nicht. Bücher arbeiten. Wieso? Ich kann doch morgen gleich was drehen. Morgen bin ich nicht da. Nein, morgen muss ich zu meiner zweiten Familie. Achso. Grüß dich schon von mir. Nee, die kenne ich schon. Ich bin die auch nicht. Sie glauben das noch ja noch. Achso, also, das wäre mir viel zu anstrengend. Also. Wir sagen jetzt Tschüss, frohe Weihnachten und bis morgen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.